Füchse bestehen Test im Fuchsbau. Der 32:29 Sieg gegen die Red Sparrows aus Freiburg bedeuten 2 weitere Punkte. Für die Gastgeberinnen aus Berlin ist es bereits der 4. Sieg in Serie. Das war kein leichtes Spiel heute. Natürlich sind wir froh, dass wir wieder gewonnen haben und uns damit im oberen Tabellendrittel wieder festigen konnten. Am Ende, was 2 Punkte ist, das Wichtigste. Die Füchse in Grün sind von Anfang an gut dabei. Anaïs Gouveia hier mit dem Treffer zum 2:4 in der 6. Minute. Die Erwartungshaltung nach den letzten Spielen unglaublich hoch. Immerhin wurde noch kein Spiel verloren. Unglaublich hoch auch die Quote gehaltener Bälle von Torhüterin Sophie Swarer-Hansen mit 20 Paraden. Das sind unglaubliche 45%. Trotz des Treffers der Freiburgerin Caroline Spinner zum Halbzeitstand von 16:11 das Team von Susan Müller mit einem wohlverdienten Vorsprung von 5 Toren. Ich glaube, der Umschwung kam einfach, weil wir uns nochmal selber gefestigt haben und uns nochmal auf unsere Stärken berufen haben. Haben nie aufgegeben. So haben wir dann schlussendlich nochmal die wichtigen Tore gemacht und gewonnen. Die Füchse zu Beginn der 2. Hälfte mit Problemen gegen die erstärkten Freiburgerinnen. Ihr Trainer Ralf Wiggenhauser hat im Vorfeld bereits angekündigt, dass man sich gut verkaufen wolle. Dementsprechend Angelika Markelko mit dem 5. Tor in Folge und dem Ausgleich zum 17:17. Es bleibt eine ausgeglichene Partie, bis Freiburgerinnen Deborah Darker und Nadine Tschuk in der 46. Minute unglücklich zusammenstoßen. Freiburgs beste Torhüterin Darker musste das Spiel vorzeitig beenden. In den letzten 15 Minuten konnten die Berlinerinnen dennoch wieder an ihre Leistung anknüpfen. Überzahlspiel ausgenutzt, trifft Leona Svirokova mit dem Heber über rechts außen zum 27:22. Mit insgesamt 11 Treffern ist sie die erfolgreichste Füchsin der Partie. Ein hart umkämpftes Spiel, am Ende also 32:29 der Endstand in der Sömmeringhalle. Unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir 2 Punkte nach Hause mitnehmen können. Fürs nächste Spiel wollen wir natürlich viel besser wieder aus der Halbzeit kommen und an der ersten Halbzeit anknüpfen. Und klar, dass wir uns wie möglich verbessern. Die Spreefüchse bleiben daher weiterhin die ungeschlagene Spitze der 2. Handball-Bundesliga. Nächste Woche geht es dann zu den Handball-Girls nach Wuppertal, wo die Spreefüchse natürlich wieder 2 Punkte holen wollen.